deutschen Eltern. Frau Gesine-Schwan hat dazu beigetragen, dass polnische Verbote in Deutschland legalisiert worden sind. Inzwischen gibt es weniger als 4000 polnische Kinder, die noch Polnisch in Deutschland lernen dürfen. Das ist eine tragische Entwicklung. Und wenn so eine Person wie Frau Gesine-Schwan schreibt in einem Schreiben, dass Verbot der polnischen Sprache in Deutschland respektiert werden soll, auf einem offiziellen Blatt von Universität Berlin, ist es selbstverständlich, dass diese Person kein Mensch glauben wird, dass sie einen Dialog mit Polen sucht. Genauso mit Frau Professor Bartoszewski. Frau Professor Bartoszewski wurde durch die deutsche Regierung zu einem Professor aus der Komödie der Arte gemacht, obwohl er kein Professor ist. Ich verbitte mir diese Angriffe, hören Sie einfach auf! Ich höre auf, aber das soll man behalten. Das ist die Wahrheit. Das sind mehrere Eltern betroffen hier in Deutschland. Wir sprechen mit unseren Kindern nicht wirklich. Ja. Nehmen Sie bitte zu Kenntnis endlich. 10 Jahre lang. Wie lange noch? Wir haben kein Geduld mehr. Es ist, glaube ich, seit mehreren Jahren bekannt und wird auch besprochen, nicht nur im deutsch-polnischen Verhältnis, auch im französischen Verhältnis, im englischen Verhältnis und im deutsch-deutschen Verhältnis, dass in Fällen von Ehescheidungen, wo Gerichte einen sogenannten betreuten Umgang festlegen, das heißt festlegen, dass Kinder aus geschiedenen Ehen mit dem nicht erziehenden Elternteil nur zusammen sein sollen, wenn dieses Zusammensein betreut wird, wenn jemand mitgeht. Es ist bekannt, dass in diesen schwierigen Fällen, und ich zeige Ihnen damit schon, welche komplizierte Konstellation das ist, es zu vielen Problemen kommt. Es geht für Deutsche und Polen und nicht nur für, also wie gesagt, nicht nur im Deutschsprachigen, sondern auch für Franzosen und so weiter. Und es hat eine Reihe von Fällen gegeben in Deutschland, ein besonders wichtiger Fall in Hamburg, wo bei diesem betreuten Umgang, für das die Jugendämter unter der kommunalen Aufsicht zuständig sind. Das sind Gerichtsurteile inzwischen. Darf ich das gerade sagen? Ja, bitte. Es hat Fälle gegeben, wo Jugendämter, die der Kommune unterstehen, bei diesem betreuten Umgang nicht die Möglichkeit genommen haben, eine Betreuung zu nehmen, die Deutsch und Polnisch kann, sodass da hätte Polnisch gesprochen werden können, sondern eine Betreuung genommen, die nur Deutsch konnte, sodass dann in diesem Fall der Umgang auf Deutsch stattfinden musste. Das war eine schlechte Entscheidung und es war kein Einzelfall. Dafür, das haben wir versucht herauszufinden, davon gibt es eine Reihe von Fällen. Darüber ist mit der polnischen Seite, auch mit der polnischen Botschaft, verhandelt worden. Und da das weder in der Autorität des Bundes noch der Länder, sondern der Autorität der Kommunen ist und da das in den einzelnen Jugendämtern genau verfolgt werden muss und auch für die einzelnen Fälle, und wir wissen, was familienrechtlich Scheidungsfälle bedeuten, ist das immer noch ein Thema, was nicht überall zufrieden gelöst ist, um das ganz klar zu sagen. Aber wenn Sie mich jetzt zitieren, dass ich sage, ich finde es richtig, dass nicht Polnisch gesprochen werden durfte. Nein, Sie legalisiert das. Das ist richtig. Wenn Sie jetzt sagen, sowas haben Sie als Pseudozitat gesagt, ich finde es richtig, dass nicht Polnisch, ich sage Pseudozitat, weil das kein richtiges Zitat ist, es ist richtig, dass nicht Polnisch gesprochen werden darf, dann ist das eine völlig aus dem Zusammenhang gerissene Sache. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe da sowohl mit dem Bundesjustizministerium als auch mit meinem Kollegen Martini, dessen eine Schülerin über das Problem promoviert und zwar europaweit vergleichend, eine ganze Reihe von Gesprächen geführt. Und ich sage ja, es gibt eine Reihe von Fällen in Deutschland, wo das nicht gut gehandhabt worden ist. Im Übrigen ist da auch die deutsche Gesetzgebung offensichtlich rigider als andere europäische Gesetzgebungen,
die das ungeregelt lassen. Das heißt, es ist eine sehr komplizierte Materie und ich bitte Sie einfach, sich in diese komplizierte Materie zu begeben. Ich weiß, es hat dann Vorstellungen in der vorangegangenen Regierung gegeben gegenüber Frau Außenministerin Fortiger. Mein Partner Herr Muschinski hat mir dazu auch eine ganze Menge Material gebracht. Ich bin mit diesem Material, ich habe mich erkundigt, ich bin mit diesem Material zurück nach Polen gefahren, hatte war verabredet mit ihm. Allerdings habe ich am Flughafen dann erfahren, dass er leider keine Zeit hatte, mich zu treffen, in 3 ganzen Tagen. Und ich habe immer wieder versucht zu telefonieren. Also ich bitte da auch ein bisschen fair zu sein. Man muss dann schon auch ein gewisses Grundvertrauen aufbringen, dass man sich bemüht. Ich habe keinen Anlass, von vornherein die deutsche Seite zu verteidigen, zu beschützen, überhaupt keinen. Ich habe allen Anlass, im Gegenteil, das so genau wie möglich zu verfolgen und kritisch zu sehen. Aber es gibt da pauschal Vorwürfe, die ich einfach nicht akzeptiere und auch Vorwürfe an mich, die ich nicht akzeptiere, weil sie einfach nicht berechtigt sind. Das ist aktenkundig. Sie dürfen mich gerne auch fotografieren und zwar ganz offen. Sie haben das Wort nicht. Erstens. Zweitens haben Sie hier nicht zu fotografieren in einer unangemessenen Weise. Danke. Sie sind mit dem Vorsatz hier hingekommen, zu stören. Nein, ich das bin mit dem Vorsatz gekommen, dass mein Sohn endlich mal politisch sprechen darf. Unfair. Und nicht. Unfair, bitte, ich verziehe das Wort, bitte. Hören Sie auf. Die Legalisierung der polnischen Verbote darf nicht weiter erfolgen. Es ist unangemessen, das werden wir auch selbst zugeben müssen, bestimmte Probleme in ganz anderen Zusammenhang hier zu präsentieren und durchziehen zu wollen. Unangemessen. Kein Mensch darf. Wir über alle, die hier sind, entziehen das Wort. Bitte hören Sie auf. Danke. Sie haben sie missbraucht. Meine Damen und Herren, wir haben eine bestimmte Zäsur jetzt hier hinnehmen müssen. Und ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt das Gespräch hier schließen. Ich möchte mich aber sehr, sehr herzlich bei allen Mitgliedern des Podiums bedanken. Wir haben außerordentlich viel gelernt. Sie waren wirklich das Expertengremium, das wir uns gewünscht haben. Und bitte diese Entgleisung, die uns zustande gekommen sind, die war gewöhnt, natürlich für die Veranstaltung hinzunehmen und einzuordnen. Ich darf das. Nur ich. Sie irren sich. Es gibt Formen der Diskussion, der Auseinandersetzung und dieses Thema gehört nicht in den Abend. Nein, jetzt hier Ihnen das Wort. Ich erkenne die Sitzung und danke. Frau Präsidentin, Herr Präsident, 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 Herr Präsident,